WWTV. Fernsehen ganz nah. Ein Riesenthema in unserer Region ist die Infrastruktur, sprich der Straßenausbau. Wir leben gerne in einer ländlichen Region, trotzdem muss der Anschluss stimmen. Sonst kann die Wirtschaft nicht wachsen. Mobilität ist einfach wichtig. Ein Beispiel macht das besonders deutlich. Schon lange kämpft man im Landkreis Altenkirchen um den richtigen Anschluss. Was alles dranhängt, machen wir zunächst deutlich mit der Initiative Anschluss Zukunft, die wir bereits zu Beginn des Jahres vor Ort besucht haben. Der Westerwald ist eine einmalig schöne Landschaft. Schöne Weiten, sanfte Hügel und unberührte Natur. Doch die Idylle hat ihren Preis. Wer beispielsweise in Puderbach wohnt und in Weitefeld arbeitet, der muss knapp eine Dreiviertelstunde fahren, obwohl es nur 35 Kilometer sind. Auch die Straßenanbindung an die benachbarten Metropolregionen in Richtung Rheinland oder nach Hessen ist schlecht ausgebaut. Die Landespolitik wollte sich schon seit längerem um eine Verbesserung kümmern. Lange ist jedoch nichts passiert. Deswegen haben IHK und Unternehmen aus der Region die Sache selbst in die Hand genommen. Denn eines ist ganz klar: geschwätzt wurde lange genug. Dieser Meinung ist auch Christoph Böhmer, der Geschäftsführer der Maschinenbau Böhmer GmbH. Er ist Sprecher der Kampagne Anschluss Zukunft und weiß, wie wichtig die Aktion für die Region Westerwald-Sieg ist. Der demografische Wandel, der in unserem Lande stattfindet, findet natürlich auch bei uns statt. Und wir suchen händeringend Nachwuchs, Mitarbeiter, die natürlich qualifiziert arbeiten möchten und natürlich auch in der Region arbeiten möchten. Und wir möchten auch hier Unternehmen stärken und damit am Standort Bestand haben. Das ist an für sich ein großes Anliegen der Kampagne. Und das bekommen wir nur mit Anbindungen an die entsprechenden Autobahnen und natürlich den Zufahrtswegen. Dabei wird kein kompletter Neubau einer Autobahn oder Bundesstraße gefordert. Hauptsächlich geht es dabei um Ortsumgehungen und den Ausbau der B8, 62 und 414. Exportorientierte Unternehmen und Nachwuchskräfte, die in der Region bleiben wollen, sind auf ein gutes Straßennetz angewiesen. Daher unterstützen auch junge Mitarbeiter die Kampagne und geben ihr im wahrsten Sinne ein Gesicht. Die gute Anbindung ist wichtig deshalb, weil wir bewusst das Ziel anstreben, halt eine Ausbildung hier in dieser Region zu machen und dann auch sagen können, wir können hier in unserer Region bleiben. Und deswegen sage ich auch als junger Mensch dazu, zu der Anschlusszukunft, dass das auf jeden Fall eine gute Sache ist. Auch die Westerwälder Eisenwerk GmbH steht voll hinter dem Projekt. Geschäftsführer Ulrich Bernhard weiß, dass es mehr braucht als nur sachliche Gespräche mit den Politikern. Auch andere Verkehrsmittel wie beispielsweise die Bahn wären keine Alternative zu ausgebauten Bundesstraßen. Weil der Güterfernverkehr auf der Schiene in Deutschland für mittelständische Unternehmen, und das ist unsere Struktur im Kreis Altenkirchen, nach wie vor nicht und auch auf absehbare Zukunft nicht geeignet ist. Man spricht hier von Einzelwagen- und Wagengruppenverkehren, die auf der Bahn nicht wettbewerbsfähig funktionieren im Vergleich zu Straßenspeditionen. Mehr als 50 Unternehmen unterstützen die Aktion Anschluss Zukunft bereits und machen die Politiker in Mainz und Berlin auf die Situation im Westerwald aufmerksam. Und kleine Erfolge wurden bereits erzielt. Immerhin wurden die Landesvorhaben B8, 62 und 414 aktuell für den Bundesverkehrswegeplan 2015 gemeldet. Noch ist hier nichts entschieden, aber Firmen und IHK bleiben beharrlich. Dafür kämpfen unter anderem neben Christoph Böhmer die Unternehmer Wolfgang Becker, Geschäftsführer von Treppenbau Becker, Dieter Bayer, Geschäftsführer der Bayer Mietservice KG, der IHK-Hauptgeschäftsführer Arne Rössel und IHK-Vizepräsident Thomas Bellersheim. Jetzt im Gespräch mit WWTV und TV Mittelrhein-Chefredakteur Christian Opitz. Ja, wir haben es im Beitrag gesehen, in der Region Westerwald-Sieg kämpft man um den richtigen Anschluss. Was Infrastruktur für eine Entwicklung oder für die Entwicklung einer ganzen Region bedeuten kann, darüber wollen wir jetzt sprechen. Und ich begrüße nochmal herzlich meine heutigen Gesprächsgäste, die wir Ihnen ja eben im Beitrag alle schon vorgestellt haben. Herr Böhmer, Anschluss Zukunft, eine Initiative, die viele kennen, vor allen Dingen, wenn sie Unternehmer sind, viele aber noch nicht. Und denen wollen wir jetzt erklären, was möchte die Initiative Anschluss Zukunft erreichen?
Die Initiative Anschluss Zukunft möchte erreichen, dass wir die Infrastruktur, die die Unternehmen in der Region brauchen, gestärkt wird oder auf einen Standhalt gebracht wird, der unserer Zeit entspricht. Mhm. Nicht nur die Datenautobahn sollte hier im Vordergrund stehen, sondern auch unsere Straßen, die insbesondere B8, B414, also im nördlichen Rheinland-Pfalz, hier die Achse bilden oder stärker bilden können. Und das ist uns als Unternehmen, mittlerweile 65 Unternehmen mit 8000 Mitarbeitern, ein Herzensanliegen, dem wir hier Gehör verschaffen möchten. Wie ist die Initiative zustande gekommen? Können wir so einen Augenblick beschreiben, an dem sich vielleicht Unternehmer getroffen haben mit der Industrie- und Handelskammer und gesagt haben, wir müssen hier was tun? Oder wie ist das gelaufen? Grundsätzlich ist es so, wie Sie sagen, man hat hier Prioritäten gesetzt oder abgefragt, letztendlich, was ist für uns wichtig in der Region. Und da hat sich sicherlich, wie eben schon gesagt, Daten, aber auch die Straßenordnung, Verkehrsanbindungen etc. als den wichtigsten Punkt herauskristallisiert, um da auch wirtschaftlich nicht nachzustehen. Mhm. Herr Bellersheim, warum konzentriert sich die Kampagne, wenn ich die Flugblätter sehe, wir blenden sie auch gleich nochmal ein, auf die B8, B414 und die B62? Der Herr Böhmer hat es eben gerade schon gesagt, wir haben als IHK eine Umfrage gemacht bei den Unternehmen im nördlichen Rheinland-Pfalz, Altenkirchen und da gehört auch der obere Westerwaldkreis dazu. Und dabei hat sich herauskristallisiert, dass die Unternehmen diese Achse B8, B414 sehr stark nutzen und sehr, sehr unzufrieden mit der heutigen Anbindung sind. Vor diesem Hintergrund sind über mehr als ein Jahrzehnt Gespräche auch mit der Politik geführt worden. Ich selbst begleite das Thema mittlerweile auch schon im 13. Jahr und habe also diese Gespräche alle noch gut in Erinnerung, die wir auch in den Ministerien geführt haben. Und vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, es tut sich nichts und es muss sich was tun, damit das besser wird, damit unsere Chancen erhalten bleiben. Und deshalb haben wir überlegt, wie können wir prägnanter auftreten, wie können wir unseren Forderungen mehr Nachdruck verleihen. Und das war eigentlich die Geburtsstunde, zusammen mit der Politik zu sagen, wir gründen die Kampagne Anschluss Zukunft. Sie sind Vizepräsident der IHK Koblenz, aber Sie sind auch bekannter, erfolgreicher Unternehmer der Region. Wenn ich ein bisschen versuche, emotionaler zu werden, was stinkt Ihnen als Unternehmer? Als Unternehmer stinkt mir natürlich, dass wir sehr viel Geld in die Straßen investieren. Mhm. Aber das ist immer noch viel, viel zu wenig gegenüber dem, was die Straßen benötigen. Sie können es ständig in der Presse lesen. Wir haben marode Brücken. Wir haben erheblichen Sanierungsbedarf bei unseren Strecken. Und es ist eben auch so, dass es einzelne Regionen gibt, die an sich recht gute Erfolgschancen haben, die sehr erfolgreiche Unternehmen haben, die aber an einer weiteren Verbesserung ihrer Situation gehindert werden, eben durch eine mangelnde Anbindung an die überregionalen Verkehrsadern. Das sind bei uns eben die A3, die A45. Herr Bayer, Sie sind auch Unternehmer aus der Region. Wenn man Sie nach den Schwierigkeiten fragt, wir haben im Vorgespräch eben auch schon das Wort Standortwechsel gehört, dann sehen Sie das nicht so rosig. Nein, natürlich nicht. Wir haben erhebliche Wege, die wir zurücklegen müssen in die Ballungsgebiete. Wir sind überregional tätig, müssen vom Standort Etzbach im Westerwald die Geräte in die entsprechenden Ballungsgebiete liefern und haben dann mit einigen Nadelöhren, schlecht ausgebauten Straßen zu kämpfen, sodass wir da erheblich Zeit verlieren, Zeit auf der Straße liegen lassen und zum anderen auch Kosten durch erhebliche Kraftstoffkosten. Herr Becker, bei Ihnen im Treppenbau, sind Sie zufrieden mit den Anbindungen? Wohl nicht, sonst wären Sie nicht aktiv für die Initiative. Also wir sehen in der Initiative hier wirklich eine Sache, wo wir trotz aufkommender Resignation der Politik gegenüber nochmal uns lautstark äußern können. Und auch wenn gesagt wird hier, es wäre kein zu wenig Budget da, so glaube ich nicht, dass wir uns dann zurückziehen können, sondern dass wir wirklich mal jetzt zeigen müssen gegenüber der Politik, dass wir hier benachteiligt sind gegenüber unseren Nachbarn. Mhm. Vom Treppenbau hat sich, gerade vom Treppenbau her, hat sich die Geschäftslage im Kreis Altenkirchen in den letzten Jahren sehr drastisch verändert. Wir sehen das an den Baukennzahlen im Neubau oder auch im Ausbau. Und wir leben hier nun mal vom Bauhauptgewerbe.
Und wir können unser Auskommen nicht mehr im Kreis Altenkirchen allein finden. Mittlerweile machen wir 80% unserer Aufträge im Köln-Bonner Raum. Und wir sind eigentlich an die Anbindung, eine bessere Verkehrsanbindung an die umliegenden Ballungsräume angewiesen. Und das macht sich in den letzten Jahren immer mehr bemerkbar. Wir merken das auch daran, dass die Zahl der Handwerksbetriebe etwas stagniert und rückläufig ist. Die Investitionen sind sehr verhalten. Die Zahl der Auszubildenden ist auch hier rückläufig. Die Unternehmen stellen weniger ein. Und ich glaube, das ist eine Tendenz, der wir hier entgegentreten müssen. Und dazu zählt die Anbindung an die umliegenden Köln-Bonner Raum, an Siegen, an die Autobahn, denke ich mal, ist ein wichtiger Punkt, der uns nach vorne bringt und auch von der Politik ein Signal setzen könnte, dass wir hier im nördlichen Zipfel von Rheinland-Pfalz nicht benachteiligt sind. Herr Rössel, die IHK Koblenz kümmert sich um die Unternehmen, hilft, berät, ist also oder hat ein großes Ohr für die Sorgen, sicherlich auch für die Sorgen im oberen Westerwald. Wie können Sie die Initiative unterstützen? Ja, also wir haben zunächst mal gesagt, wir stellen unser Regionalbüro zur Verfügung, weil irgendjemand muss ja die Koordinationsaufgaben übernehmen. Das machen wir unentgeltlich für die Initiative. Und wir tun das deswegen gerne, weil das der Kreis ist, der zwar sehr tolle Unternehmen hat, aber eine unheimlich schlechte Stimmung. In keinem anderen Kreis in unserem Bezirk ist die Weiterempfehlungsrate der Unternehmen so niedrig wie hier. Und das hat, glaube ich, auch mit dieser leicht resignativen Stimmung, hier tut sich ja nichts mehr, es geht alles rückwärts, überall anders wird aufgeholt und wir werden abgehängt zu tun. Und diese Stimmung muss sich ändern und ich glaube, sie hat sich auch schon ein Stück geändert. Mhm. Politik und Ausbau und Fortschritt hat immer was dazu, auch mit Geld zu tun. Wenn ich gestalten will, brauche ich Geld. Von welcher Investition sprechen wir, Herr Bellersheim? Es geht hier um 58 Einzelmaßnahmen auf einer Streckenlänge von ungefähr 70 bis 80 Kilometer. Also es ist auch eine erhebliche Streckenlänge. Und es wird gerechnet mit Baukosten von ca. 220 Millionen Euro. Aber wie gesagt, das ist auf 58 Einzelmaßnahmen zu verteilen. Und wer sich ein bisschen heute in dem Bau von Straßen auskennt, der weiß, dass bei einem kilometerfreier Strecke relativ schnell hohe Summen zusammenkommen. Insofern, es geht nicht darum, dass wir hier vierspurig die Strecke ausgebaut haben wollen von der A3 bis zur A45, das ist unrealistisch. Die Westerwaldautobahn ist nicht unser Thema. Wir brauchen aber Überholmöglichkeiten, wir brauchen die eine oder andere Ortsumgehung, um den Verkehr zu beschleunigen, damit wir mit den Waren, aber auch damit die Menschen schneller durch die Region kommen, in die Region kommen. Herr Becker hat es genannt, Fachkräfte ist ein Thema für uns als Kreis. Und deswegen kämpfen wir für diese bessere Anbindung und sind zuversichtlich, dass wir auch noch was bewegen können. Bleiben wir noch mal kurz bei den Fachkräften, Herr Bayer. Wenn Sie im Unternehmen neue Mitarbeiter gewinnen wollen, wie schwer fällt Ihnen das? Ja, man muss leider sagen, mittlerweile, dass es sehr schwer ist. Ich hätte es mir vor 10 Jahren nicht vorstellen können, dass wir irgendwann so schnell, dass ich es vielleicht auch selber erlebe, dass wir irgendwann mal so schwer es haben werden, geeignete Fachkräfte zu gewinnen. Weil, ich sag mal, wir sprechen viel vom demografischen Faktor, der sich nicht nur reduziert auf die Altersstruktur, sondern auch durch Zu- und Vorzug von gut ausgebildeten Facharbeitern. Und das erleben wir mittlerweile schon, dass wir da hier in der Region erhebliche Schwierigkeiten haben. Ja. Ist es nicht auch schwer, den Menschen zu erklären, woran das liegt, dass man jetzt mehr als 10 Jahre noch keinen Schritt weitergekommen ist, wie wir hören? Herr Böhmer, Sie sind Sprecher der Initiative. Sie werden sicherlich die Frage öfter beantworten müssen. Kann man jemandem schwarzen Peter geben? Ich glaube, hier indirekt jemandem den schwarzen Peter zu geben, ist sicherlich nicht richtig. Mhm. Aber die ganze Politik, die hier gefragt ist über die Jahre, ist natürlich in bestimmten Bereichen nicht zum Zuge gekommen. Indirekt wird natürlich auch die Finanzierung hier vorgeschoben. Aber ich glaube, dass man ganz einfach nicht so kurz darauf schauen sollte, sondern bestimmte Projekte müssen umgesetzt werden, was auch möglich ist. Und hier sind ganz einfach, hat sich herauskristallisiert, dass Planungen und Genehmigungen auch vorliegen müssen,
wenn es Gelder gibt. Und da ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, dass Genehmigungen für bestimmte Teilabschnitte einfach gibt im Vorfeld und somit auch in kleinen Schritten umgesetzt werden kann. Und das wäre ein wichtiger Punkt, den es auch jetzt zu erreichen gibt. Damit sind wir so ein bisschen im Dschungel der Verwaltung. Ja? Ich meine, der Laie oder der Bürger oder auch Neugründer fragt sich, Mensch, wenn da eine Straße gebaut werden muss, das muss doch der Kreis machen. Nee, weit gefehlt, oder Herr Rössel? Wer baut die Straßen? Also bei Bundesstraßen ist es so, dass das Land Planungsträger ist und der Bund den Bau bezahlt. Und die Koordination, wann ist dann eine Planung baureif und ist dann auch Geld im Bundeshaushalt für diese Maßnahme da, daran hapert es oft und da ist sehr schwer nachzuvollziehen, wer jetzt schuld dran ist. Herr Belasser, müssen wir denn sagen, dass jetzt 10 Jahre nicht geplant wurde oder sind Anträge nur nicht durchgegangen? Wie stellt sich Ihnen, sage ich mal, diese politische Verstrickung oder diese Verwaltungsverstrickung dar? Das ist eine bisschen schwierige Frage. Man kann natürlich auch nur was planen, wenn es Planungskapazitäten in einer Verwaltung gibt. Dazu müsste man jetzt letztendlich wiederum die Politik bzw. das Land und das LBM befragen. Fakt ist, dass es für einzelne Maßnahmen schon Planungen gibt oder auch, dass teilweise Planungen umgesetzt worden sind. Ich nenne da mal die Strecke von Hachenburg Richtung Kirburg hoch, die eine starke Entlastung auch bedeutet für die Region. Aber es ist eben schon so, dass es immer wieder durch Konjunkturpakete des Bundes Gelder gibt, die an die Länder gegeben werden, die aber nur dann verwendet werden können, wenn es baureife Projekte gibt. Und davon haben wir leider im Moment an diesem Streckenteil, über den wir hier sprechen, soweit ich weiß, keine. Und das ist eben auch ein Problem, dass wir nicht partizipieren können, wenn mal wieder Gelder unerwartet frei werden, was immer mal wieder passiert. Ja. Wann wollen Sie welche Ziele erreicht haben? Das ist jetzt eine sehr pathetische Frage, aber ich meine, so wenn Sie sagen, das nächste Jahr, wo sind die Ziele? An wen geht die Frage? Herr Böhmer und Herr Bellersheim. Sicherlich sind die Ziele das, was Herr Bellersheim schon sagte, die Planung, die hier als Kapazität vorgehalten werden müssen, die auch in Gesprächen uns von der Politik mehr oder weniger avisiert wurden, hoffen wir natürlich darauf, dass dieses umgesetzt werden kann und dann damit auch Planungen durchgeführt werden und natürlich die besagten Gelder in Streckenabschnitte umgesetzt werden können. Wobei man sagen muss, ein Teilerfolg ist erreicht. Die Maßnahme steht schon mal in der Anmeldung zum Bundesverkehrswegeplan. Das ist schon mal ein erster Etappenerfolg. Das heißt, dort ist es eingetragen und was passiert dann? Also ganz wichtig, das möchte ich hier auch noch sagen, ist, diese Streckenführung B8, B414 ist die einzige Bundesstraße, die auch im Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung drinsteht. Das heißt, auch das Land hat sich schon zu dieser Priorisierung vor 2 Jahren, glaube ich, ist der Koalitionsvertrag geschlossen worden, bekannt. Und auch die Politik im Kreis Altenkirchen unterstützt das also, diese Priorisierung, dass wir uns auf wenige Maßnahmen fokussieren. Es gibt viele Projekte, die wir noch nach vorne schieben können, aber da kommen wir wieder an das Thema Geld und Budgetierung. Wir wissen, das hier ist kein Wunschkonzert, wir fokussieren uns aber auf das, was wirklich für die Region elementar ist. Aber Sie haben ja so einen Claim, das sagt eben genug geschwätzt. Das hat ja so ein bisschen auch, ja, wenn ich es interpretieren wollte, also jetzt hauen wir da auch mal mit der Faust auf den Tisch, jetzt reicht's, geredet haben wir genug, jetzt muss was passieren. Was erwarten Sie sich denn, vielleicht die Frage mal in die Runde, alle ganz genau, was in welcher Zeit jetzt passieren soll, Herr Bayer? Ja, wir brauchen schon jetzt relativ zügig Perspektiven, Fortschritte, dass der Mensch in der Region sieht, es bewegt sich was. Mhm. Das ist für viele, glaube ich, denke ich mal, jetzt erstmal zunächst wichtig. Natürlich, Herr Becker? Ja, es ist eine sehr langwierige Sache. Der Herr Bellersheim hat es ja schon genannt. Die Aktion und die Umfragen von IHK laufen schon über 10 Jahre. Und da tat sich jetzt wirklich wenig. Die Umfrageergebnisse wurden eher schlechter. Der Standort bekam weniger Empfehlungen. Die Alarmsignale wurden höher. Jetzt können wir natürlich nicht erwarten, dass hier in 2, 3, 4 Jahren die Sachen umgesetzt sind. Aber wir erwarten, dass hier verbindliche Zusagen, dass man Einzelmaßnahmen, die ja auch im Bundesverkehrswegeplan angemeldet sind oder angemeldet werden, verbindliche Zusagen in der Terminierung gegeben werden können.
Das ist ja in den letzten Jahren nicht passiert, sondern man hatte immer nur den Willen. Der Willen wird zwar jetzt auch gezeigt, aber ich glaube, dass man hier mit der Kampagne wirklich die Öffentlichkeitsarbeit bewirken kann, den Druck stärker aufbauen kann, damit endlich sichtbare Signale, damit ein Teilabschnitt, die dritte Spur erfolgt, eine Ortsumgehung, da passiert zu wenig. Ich denke mal, dass die Tatsache allein, dass sich mittlerweile 65 Unternehmen zusammengeschlossen haben, wo über 7000 Arbeitnehmer dahinterstehen, zeigt, dass es sich hier nicht um Zusammenschluss irgendwelcher Fantasten handelt, sondern dass hier ein konkreter Handlungsbedarf vorliegt. Und den wollen wir halt ganz einfach umgesetzt sehen. Ne? Für die Region, dass Fortschritte da zu erkennen sind. Dass die Region nicht abstirbt, wie ich sag mal, für eine Volkswirtschaft sind die Verkehrsadern ja das Nonplusultra. Und genauso ist es, wenn sie irgendwo an einem Körperteil eine Ader abbinden, da wird dieses Körperteil auch absterben. Und genauso ist es für die Region. Das wollen die Leute sehen, dass sich da jetzt was bewegt. Ja. Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch zu sagen, es sind nicht nur Unternehmen, die diese Kampagne unterstützen, sondern wir haben hier Landräte, AD, wir haben Notärzte, wir haben Pfarrer, wir haben also eine breite Schicht hier, die sagt, wir benötigen das aus unterschiedlichsten Gründen. Jeder hat seinen Grund, darauf machen wir ja auch aufmerksam mit unseren Flyern. Wichtig ist nur, die Region darf nicht abgehängt werden. Die Region hat tolle Unternehmen und die Region hat auch sehr gute Chancen mit der richtigen Anbindung. Ich komme noch mal auf das, was Herr Becker gesagt hat mit dem Stichwort Öffentlichkeitsarbeit. Wie verankert ist denn die Kampagne in der Bevölkerung? Gibt es da schon Reaktionen? Es ist sicherlich von uns oder von den Unternehmen mit in die Belegschaften und natürlich in den Freundeskreis getragen. Und es gibt also schon Feedback von unseren Mitarbeitern, in dem wir ganz einfach oder gesagt wird, dass wir grundsätzlich junge Menschen brauchen, die Ausbildung, die Zugang zu Universitäten, die natürlich nicht direkt bei uns in der Region liegen. So müssen halt Bucket die Wege geschaffen werden, dass also auch der Zugang zu Hochschulen, Universitäten gut möglich ist. Und so bleibt uns auch die Region, der Mitarbeiter, der Bewohner und alles im Kreis erhalten. Und so bleibt es letztendlich lebenswert. Wir haben ja schon einzelne Belegschaften, auch sehr fast komplette Unterschriftenlisten offiziell der Initiative übergeben. Das ist sehr erfreulich. Genug geschwätzt, jetzt muss gebuddelt werden. Ja. Unterschriften ist auch ein schönes Stichwort. Da kommen wir nochmal zur Politik. Gibt es eine Sammlung von Unterschriften, die Sie übergeben oder übergeben wollen oder vielleicht auch schon übergeben haben? Herr Rössel? Ja, also wir werden auch wieder jetzt im Sommer eine Unterschriftenliste in Mainz übergeben. Wir haben am 13. Juni den großen Wirtschaftsempfang im Kreis, der auch nochmal genutzt werden wird, um zu trommeln. Ja, Herr Bellersheim, die Frage natürlich bleibt bei der Politik. Wie sieht der Rückhalt aus, den Sie in der Landespolitik haben? Ich habe es ja eben genannt, wir führen ja schon sehr viele Jahre Gespräche, auch mit den politisch Verantwortlichen in Mainz. Mhm. Und wir denken, dass wir einen sehr großen Rückhalt haben. Angefangen bei der Ministerpräsidentin Frau Dreyer, die uns persönlich ihre Unterstützung zugesagt hat. Allerdings warten wir noch darauf, dass sie uns noch da einen Brief was schickt. Aber Punkt, die Erinnerung nochmal an Frau Dreyer. Ja, das wird aber, denke ich, kommen. Da bin ich von überzeugt. Ja. Über Herrn Minister Lewenz, der ja letztendlich für dieses Thema direkt verantwortlich ist, über den ehemaligen Wirtschaftsminister Hering, der für das Thema vorher verantwortlich war. Mhm. Wir haben mit den verkehrspolitischen Sprechern der Grünen und der SPD gesprochen. Auch die unterstützen uns vollumfänglich. Wir sind natürlich mit unseren Landtagsabgeordneten, mit unseren Bundestagsabgeordneten im Boot, auch da volle Unterstützung. Wir sprechen natürlich auch mit den Nachbarländern, weil die können wir natürlich nicht ausblenden. Wir sind in einer Region, die an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und Hessen liegt. Und deswegen ist natürlich ganz wichtig, dass das Konzept auch ein Konzept ist. Denn bei dieser Achse geht es nicht nur darum, dass wir gerne aus dem Westerwald raus möchten und vielleicht andere in den Westerwald reinfahren, sondern diese Achse dient auch als Ersatzstrecke für die A4. Das heißt also, eine Verbindung von Siegburg rüber Richtung Herborn wird zunehmend von Schwerverkehr auch genutzt, der nur den Westerwald quert. Mhm. Insofern ist diese Achse auch sowas wie eine Entlastungsstrecke für die A4. Bevor wir gleich nochmal positiv vielleicht Wünsche äußern, die wir an die Regierung oder an das ganze Projekt haben, nochmal, was wäre denn, wenn sich nichts entwickelt, Herr Bayer?
Würden Sie die Region verlassen müssen? Ja, der Wettbewerb würde uns dazu zwingen. Langfristig müssen wir natürlich uns dem Wettbewerb stellen, nicht nur langfristig, auch kurzfristig. Wir müssen uns dem Wettbewerb stellen und wir können nicht von hier aus immer so weitermachen, sondern die Kosten zwingen uns dazu. Das heißt, wir haben heute schon einen ganz, ganz wesentlichen Kostenblock, sind die Energiekosten, die Kraftstoffkosten. Und neben dem Faktor Zeit, der auf der Straße bleibt, werden wir von der Kostenseite her dazu gezwungen sein, näher in die Ballungsgebiete zu gehen, näher an den Kunden zu gehen. Wir werden uns langfristig so nicht mehr erlauben können. Und da sind auch die mit steigenden Energiekosten sicherlich dieses Thema immer brisanter werden. Mhm. Herr Becker, bei Ihnen ähnliche Reaktionen darauf? Ja, also als Vertreter vom Kreis Handwerkerschaft und Handwerk sehen wir die Tendenzen daher, dass diese Kleinbetriebe im Kreis Altenkirchen ja doch überwiegend familiär geführt werden. Ja. Das heißt, sie sind eng verwurzelt mit dem Kreis, mit den Bekannten. Und da fällt natürlich ein Wechsel nicht leicht. Mhm. Aber wenn es spätestens darum geht, ein Unternehmen zu übergeben oder zu verkaufen, da wird, denke ich, in den nächsten 10 Jahren schon ein großer Wertverlust da sein. Und mancher wird Schwierigkeiten haben in der Unternehmensnachfolge. Mhm. Und dann frage ich mich wirklich, können wir diesen Service auf die lange Distanz so noch halten oder müssen wir näher ran? Herr Böhmer, wie sähe Ihre unternehmerische Entscheidung aus, wenn es jetzt noch mal mehr als 10 Jahre dauert? Wir arbeiten mittlerweile sehr international und dadurch haben wir Publikum aus dem Ausland sehr viel. Und wir haben Transporte, die wir große Maschinen, also die wir auch fliegen. Auch hier sind wir auf die Transportwege, auf kurze und angenehme Wege angewiesen. Mhm. Und es ist ganz einfach wichtig, dass uns unsere internationalen Kunden gut erreichen können und nicht suchen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich würde natürlich auch vielleicht in 10 Jahren meine Nachfolge oder mein Nachfolger halt gute Infrastruktur wünschen, weil nur das sichert ihm ein weiteres Auskommen. Mhm. Und ich kann uns nur wünschen, dass ganz einfach auch in der Politik das so gesehen wird und dass hier die Eckpfeiler eingeschlagen werden. Das ist einfach sicherlich, es müssen, wie hier Herr Bellersheim schon sagte, die 56 Projekte, die hier anstehen. Aber ich würde uns wünschen, dass man fühlbar das eine oder andere Projekt halt kurzfristig annimmt und dass man es durchführt und dass da ein, dass man es anfassen kann. Dass ein Ergebnis kommt, das dazu führt, dass es eine Aussicht gibt auf Weiterkommen. Herr Bayer. Ich glaube, dass das auch, wie Herr Böhmer es auch schon sagte oder wie man es erkennen konnte, dass es viele Unternehmer gibt, die es irgendwo aus Heimatverbundenheit, die hier in der Region groß geworden sind und die deshalb versuchen, weiterhin kämpfen. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hätte man schon längst Überlegungen anstellen müssen, die Region zu wechseln. Also ich glaube, dass für mich trifft das zu, ich nehme das für mich in Anspruch, dass ich der Heimat hier, dass es meine Heimat ist, dass ich hier dieser Region verbunden bin und deswegen ein Betrieb, der eigentlich an Ballungsgebiet oder an einer guten Verkehrsinfrastruktur gelegen sein muss, dass ich diesen Betrieb so in der Form noch in der Region, wo ich jetzt bin, aufrechterhalte. Ja, aber dies kann ich mit Sicherheit nicht mehr unendlich aufrechterhalten. Hier ist mehrfach schon das Thema Nachfolge angesprochen worden. So wird es irgendwann auch mal bei mir sein. Wir werden da sicherlich bis zu diesem Punkt, wenn die Nachfolge mal ansteht, eine andere Regelung getroffen haben müssen oder die Rahmenbedingungen müssen sich deutlich verbessert haben. Und ich glaube, das trifft auch für viele andere Unternehmen aus unserer Region auch zu. Herr Becker. Ja, wir können das natürlich auch andersrum schauen. Sind wir hier ziemlich nah an den Ballungsgebieten ran. Eigentlich sitzen wir recht günstig zum Rhein-Main-Gebiet, zum Köln-Bonner Raum. Dadurch, wenn die Streckenführung zu diesen Ballungsgebieten, zur Autobahn besser ausgebaut wäre, vielleicht könnten wir damit rechnen, da wir ja günstige Mietpreise und Grundstückspreise haben, dass sich doch Leute aus der Stadt eher mal ein Grundstück zu uns suchen. Mhm. Also auch, man könnte die Seite auch andersrum sehen. Nicht nur, dass wir rausfahren, sondern dass wir wieder Leute hier hinbekommen. Positiv schließen wollen wir auch gleich. Herr Rössel, Sie haben gesagt, die IHK stellt das Organisationsbüro zur Verfügung, hilft und unterstützt. Wer jetzt weitere Informationen braucht oder sagt, Mensch, da möchte ich mitmachen, an wen kann er sich wenden?
Ja, entweder über anschlusszukunft.de im Internet gucken oder an Herrn Rohrbach, unseren Regionalgeschäftsführer in Altenkirchen. Okay, also das wenden wir auch gerade ein. Wer einen Flyer braucht, wendet sich auch an selbige Informationsquelle, die Sie genannt haben. Ja, dann, ich sehe nicht aus wie die gute Fee, Herr Bellersheim, ja, aber wenn ich eine wäre und hätte einen Wunsch frei für Sie, für die Kampagne, welchen Wunsch würden Sie formulieren für die Zukunft? Uns als Kampagne ist es natürlich wichtig, dass wir unser Ziel, das ist erstmal die Priorisierung unserer Projekte für den nächsten Bundesverkehrswegeplan, erreichen. Und darüber hinaus wünschen wir uns natürlich, dass die entsprechenden Planungskapazitäten zur Verfügung gestellt werden, um diese Projekte überhaupt irgendwann umsetzen zu können. Wenn wir das erreicht haben, dann sind wir einen ganzen Schritt weiter. Das wäre sehr, sehr positiv für uns und dann hätte die Kampagne eigentlich ihr Ziel zwar noch nicht ganz erreicht, wenn dann die Bagger rollen, wie es so schön heißt, dann wäre das Ziel erreicht. Aber wir sind dann schon den Schritt weiter, den wir jetzt auch erstmal gehen müssen. Wie werden die Kampagne weiter begleiten, werden jeden Projektbaustein natürlich aufmerksam verfolgen und ist zu sehen hier im Programm von WWTV und TV Mittelrhein. Damit danke ich Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, um über diese wichtige Kampagne zu berichten. Und ich verspreche jetzt schon, wir sehen uns wieder regelmäßig. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Vielen Dank. Danke sehr.